So, YouTube. Wir sind wieder da. Gleiche Stelle, gleiche Welle. 1,1 Kilometer müssen wir noch zurücklegen, um unseren wertvollen Kramloot, der nichts wert ist, zurückzubringen. Wir haben leider nichts Sinnvolles in den Aufgaben bekommen. Und auch sonst so eher so dürftiges Zeug, nicht wahr? Können noch mal gucken. Ich spawn doch erst, wenn man hier raufkam, nicht? Spawnt gar keiner diesmal, okay. Nur Aloe Vera Creme. Oh, Essen. Zack. Brauchen wir zwar nicht, aber so aus den Anfängen ist es immer noch drauf, dass man Essen braucht. Und deswegen habe ich die Frage auch im Chat gestellt, was da so gern gegessen wird. Da bin ich mal gespannt, was die Leute denn so gerne, ja, sag ich mal, als ihr Lieblingsessen haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Mein Lieblingsessen, oh, ich könnte das gar nicht sagen. Ich glaube, das ist eine, also ich finde es eine schwierige Frage, die man nicht so leicht beantworten kann. Was ist mein Lieblingsessen? Ich esse sehr gern Burger, weil sie einfach gehen und wenig Arbeit machen und trotzdem vielfältig sind. Nicht? Soßen kann man variieren, Belag kann man variieren. Finde ich eigentlich schon richtig stark. Pizza genauso. Dönerburger und viel, viel mehr. Wichtig, selbstgemacht. Ja, selbstgemacht ist auch wichtig. Oh ja, also okay, wenn selbst gekocht, also richtig kochen ist, ich mache immer Zucchini, so schnipse mir die, gerne Scheiben, dünnere, aber auch Würfel, wichtig immer beides zu machen. Bisschen Karotte, dann noch Paprika, aber nur rote, grüne mag ich nicht so, nicht? Wer bitter mag, nimmt dann eine grüne. Und dann einfach so eine eigene Paste mit Curry und Co. andicken. Und bisschen Schärfe ran, schöne frische Chili. Das geht immer. Oder noch Bambusstreifen rein und mit ein bisschen Bambussoße und dann zum Beispiel Hoisin-Soße oder Teriyaki-Soße und das andere kann man auch variieren. Dazu Reis, nicht? Oh, und was ich für mich entdeckt habe, Dinkelreis. Sehr, sehr gut. Macht satt. Ist nicht ganz so extrem wie Reis, so von Völligkeit, und man braucht nicht so viel. Schmeckt ein bisschen, geht in Richtung so Honigsmacks, aber ohne Süße. Aber auf eher in Richtung Reis, total verrückt. Das dazu finde ich zum Beispiel sehr klassisch, schmeckt mir auch sehr gut. Aber würde ich nicht als mein Lieblingsessen bezeichnen. Selbstgekochtes Essen, als Koch hat man, glaube ich, alles gerne. Naja, Lacto-Vegetarier kann ich nur sagen, was ich nicht mag, ist Fleisch. Ja, okay. Na, das ist zumindest ja eine Richtung. Aber ja, ich mache auch gerne halt, wie gesagt, diese veganen Hähnchen-Alternativen rein. Oder auch von Wow, like Teriyaki-Beef oder sowas. Das passt auch super zu asiatischen und schmeckt sehr super. Ist, glaube ich, süß-sauer dann sogar ein bisschen. Wer da so in die Richtung mag. Buchweizen. Habe ich selber noch nicht wirklich viel probiert. Kann sein, dass ich es mal bei irgendwas hatte und nicht mitbekommen habe. Aber grundsätzlich mag ich diese alten Sachen. Ich bin ein Fan von Emma. Wenn jemand weiß, was Emma ist. Das ist der Urkorn, also Urweizen. Das ist der Vorläufer, aus dem unser Weizen gezüchtet wurde. Finde ich wesentlich bekömmlicher für den Magen. Er schmeckt mir sehr gut. Ist aber halt uriger, nicht? So ein bisschen kräftiger, finde ich. Und ich glaube, deswegen schmeckt mir das auch ein bisschen besser. Da gibt es auf jeden Fall viele alte Sachen, die man wiederentdecken kann, die viel besser sind als die Sachen, die wir heutzutage haben. Und die auch nicht wirklich teuer sind. Also, wir gehen einmal in der Woche so in den Biomarkt kaufen und wenn wir uns Mühe geben würden, würden wir für 30 Euro wirklich eine Woche eigentlich, glaube ich, hinkriegen, nicht? Wenn man wirklich frisch holt, gut, denn sowas Teures wie Paprika muss man dann zwar vielleicht weglassen, aber der Salat kostet da nicht viel und der ist riesig, je nach Jahreszeit. Im Winter natürlich weniger, weil er dann aus dem Gewächshaus kommt, aber ich meine, das alles ist Bio und
man kann da schon gut von leben. Ein Brot noch dazu, bist du bei 35 Euro. Klar, ist jetzt auch nicht die Menge zum Essen, aber ich finde das schon, wenn ich dagegen sehe, was ich im Supermarkt für 35 Euro kriege, ist das echt fatal. Also da kriege ich manchmal drei Items und denke so, hat die jetzt richtig gerechnet, die Kasse? Was ist da los? Aber selber kochen und selber machen auf jeden Fall immer super günstig und schneller und leckerer. Also finde ich jedenfalls. Esse meine Burger auch lieber mit Falafel anstatt mit Fleisch. Ach, guck an. Lässt sich auch gern super im Sauerteig verarbeiten, dann wird das noch bekömmlicher. Auch nicht schlecht. Genau, so ein Teig, der lange ging. Auch immer eine gute Variante. Es gibt so viele geile Sachen auf der Welt. So, das Fertigessen können wir hier noch weghauen. Medikamente. Die mache ich mal manuell. Munition, Mods und Pfeile. Ich nehme mal die Hälfte und pack die nochmal hier rein. So, nochmal Pfeilspitzen. Munition haben wir jetzt auch schon sehr, sehr gut. Ja, hier, du kriegst doch 17.24 Uhr. Ich will Wasser machen. Okay, das können wir weglegen. Essendings haben wir nochmal dabei. Einmal Pfeile brauchen wir. Und weil die Zombies doch ein bisschen intensiver geworden sind, nehme ich mir mal ein Heilband mit. Sicher ist sicher. Und dann gehen wir nochmal schnelli los. Welche Stadt ist am dichtesten? Die da, nicht? Ja, die Richtung einfach. Achso, Emma lässt sich super im Sauerteig verarbeiten. Ah ja, gut, Sauerteig generell, aber Emma, ja. Wir hatten, als ich in Berlin gewohnt habe noch, da gab es so eine Bäckerei, die hat Beutebrot, hieß das, gemacht. Der kam aus Thailand. Also, der war deutsch, ist nach Thailand, hat dann den Weg zurückgefunden und hat dann eine Bäckerei aufgemacht. Und hat wirklich, das hieß Beutebrot. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Das war wirklich so ein geniales Brot. Eigene Mühle hat er sich gesucht, die extra für ihn aus seinen Weizensachen die Sachen da geschrotet hat. Es war wirklich so eine Qualität, findet man selten heute beim Bäcker. Und auch so eine Leidenschaft dahinter. Und auch die Akzeptanz, wenn man sagt, ihr Brot war nicht gut, dann sagt er, okay, tut mir leid, ja, war vielleicht nicht so gegangen. Diese Woche habe ich das und das verändert. Oder und dann gab es auch mal ein Stück Kuchen, wenn irgendwas war. Nicht? Also, da war Kundenservice noch groß geschrieben und nicht nur breite Masse und dieses Gummibrot, was, wenn du kaufst, ist einfach ein besserer Gummiball. Oh. Ich glaube, mein Lieblingsessen ist wirklich Brot, wenn man das so sagen kann, oder Brötchen, aber wirklich gute Brötchen und wirklich gutes Brot. Und das gibt's halt kaum noch, nicht? Bioladen ist nicht so teuer, wie man immer denkt. Bio ist auch mittlerweile billiger. Eben. Das Gute ist ja, Bio war so, sag ich mal, so teuer. Und ich meine, was hat Bio für Kosten? Alle Kosten, die Bio hatte, wurden ja auch so gedeckt. Das Einzige, was teurer geworden ist, sind die Unkosten für den Bauern selber im Lebensunterhalt. Oder vielleicht auch Benzin oder sowas, nicht? Aber alle anderen Sachen sind, glaube ich, eher bei den konventionellen Bauern teurer geworden als bei den Biobauern. Und deswegen nimmt sich das nicht mehr so extrem viel wie früher und ist schlecht für die Bauern, davon mal abgesehen, aber gut für den Kunden. Und ich greife lieber zu 20 Cent teurem Bioprodukt, als dann die Alternative, die nicht Bio ist. Hast du Haustiere? Nee, Haustiere habe ich nicht. Ich muss auch gestehen, ich bin kein Haustier-Fan. Ich kann mich gerade so um mich selber kümmern, da brauche ich nicht noch ein Haustier. Wo wollten wir überhaupt hin? Wir wollten in die Stadt und in irgendein Haus, nicht? Okay. Das können wir ja machen. Waren wir hier schon?
Ach, dieses Haus. Nein, in dieses Haus wollten wir nicht. Und ja, Biomarkt ist saisonale aufgestellt, aber zum Beispiel neulich, wir haben einfach mal einen Rotkohl gekauft, einen kleinen, den habe ich eingelegt. Okay, hier waren wir auch schon. Und das hat, ich habe nicht gedacht, ich habe wirklich mir null Mühe gegeben. Ich dachte so, ach, das wird eh nichts. Ich hatte nicht mal Apfelessig, ich habe einfach ein bisschen Essig genommen, ein bisschen das, Zucker, Salz, Pfeffer aufgekocht, irgendwas drüber geschüttet. Alter, das hat so geil geschmeckt, das ist wirklich unglaublich und das hat mich 15 Minuten Arbeit gekostet. Ich hätte ihn erst einlegen lassen sollen, so einen Tag vielleicht. Aber selbst ohne das kocht man ihn danach ein bisschen länger und dann ist auch geil gewesen. Also, und wie teuer war der Rotkohl, der frische? Irgendwie 60 Cent und da kriegst du so viel wie in so einem Glas raus. Und das Bio-Qualität, das ist halt, das muss man sich halt mal reinziehen, solche Sachen. Also man kann schon, wenn man will, wirklich günstig und lecker essen. Ohne auch Aufwand zu haben. Also, und auch ohne irgendwie viel können zu müssen. 19 Uhr. Oh, da ist auch wieder ein Hund. Nee, da gehen wir auch nicht lang. Der hat schon wieder Hunger. Mann. Der hat ja mehr Hunger als ich. Gott, die Zombies sind bei dir. Zock, auch nebenbei. Hab den Zombie gesucht. Ach so, so, jetzt. Ja, ja, die Geräusche, das kenne ich. Wenn man das gleiche Spiel zockt, das ist richtig übel. Oder ein anderes Spiel und dann denkt man so: Warte mal, wo ist ein Zombie? Hä, in dem Spiel gibt's gar keine Zombies. Okay, der ist schon tot. Hier ist ein Vogel irgendwo, nicht? Ja, nicht mit mir diesmal. Da können wir aber Federn abgreifen. Sehr gut. 1924. Boah, dahinter auch noch. Na, kommen sie noch raus? Hallo, Sir? Ich hab's eilig. Ich brauche irgendeine Nahkampfwaffe, nicht? Eine Wrench brauchen wir noch. Ich dachte, habe ich noch einen gehört. Was ich noch zu selbstgemachten Essen sagen wollte. Also ich war eine Zeit lang so, ich hatte null Lust zu kochen, nicht? Nach der Arbeit. Wir hatten eine sehr stressige Crunch-Phase, wo man wirklich extrem viel gearbeitet hat. Und da habe ich dann immer Essen bestellt. Und das Problem war, so in Corona ging das, aber nach Corona war das Problem wirklich, das Essen kam meistens so, ja, halbe Stunde. Zwei Stunden später rufst du an, ja, ihr Essen, natürlich. So, auf einmal war es da, aber kalt. Wow, nicht? Da war schon immer so ein richtiger Abturner und das wurde immer schlimmer. Dann hat noch irgendwie Lieferando und Co. irgendwelche Servicegebühren eingeführt. 29 Cent hier, 30 Cent da nochmal, dann noch eine Stromgebühr, 2 Euro dort, weil alles so viel teurer ist. Und da bin ich echt von abgekommen, Essen zu bestellen nach und nach. Und inzwischen, ich koche mir lieber schnell eine halbe Stunde was selber. Ich habe ein gutes Essen, eventuell noch für den nächsten oder übernächsten Tag was. Keinerlei Sorgen. Und ja, es schmeckt mir auch noch und ich kann es so würzen, wie ich das möchte. Und das Schlimmste war wirklich, und ab dem Moment war ich raus beim Lieferservice,
habe ich bei einer Pizzeria eine Pizza bestellt, die dann auch schon 12 Euro kostet, nicht? Inzwischen ja 13, 14 eine Pizza, davon mal abgesehen. Döner kostet hier übrigens 10 in Leipzig, so viel zur Dönerbremse. Auf jeden Fall kam da eine Pizza und die hat nach Zimt geschmeckt. Sie war süß und Zimt. Das war der Moment, wirklich. Und dann habe ich den Laden schlecht bewertet und was ist? Es passiert halt auch nichts und du beschwerst dich bei Lieferanten und es passiert halt nichts. Und da war ich dann raus. Also sollen sie ihre Sache selber verkaufen, aber nicht mit ihren Scam-Läden die Scheiße an den Mann bringen, die man eigentlich wahrscheinlich, wenn man mal Hygienekontrollen macht, niemanden anregen könnte. Ja, ja, ihr könnt da alleine rumwuseln. Ich habe keine Zeit für euch. Es ist 20.33 Uhr. Hier oben ist noch eine Kiste. Können wir mal gucken. Können wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Die hatten wir hier aufgestellt. Sir, entschuldigen Sie, Sir. Wir haben keine Zeit. Sie können aber gerne einen Termin mit meiner Sekretärin ausmachen. Danke sehr. 7 Euro für einen echten Schichtspieß. Ja, gut. Ich finde auch... Ich komme aus Berlin und es tut mir leid, aber ein Döner ist etwas ganz Spezielles, was man im Rest des Landes kaum bekommt. Woanders kriegt man Dönertaschen. Ein Döner ist nicht diese lapprige Dönertasche, die unten schon durch ist, bevor man überhaupt reingebissen hat. Und wenn man oben reinbeißt, reißt sie unten. Das ist kein Döner, das ist Müll. Das können die sich um die Ohren schmieren für ihre 7 Euro. Ein Döner ist aus einem echten Fladenbrot, wo links und rechts auf der fluffigen Seite des Brotes auf der einen Seite schön scharf, auf der anderen Seite Knoblauch oder Kräutersoße kommt und dann ordentlich das Fleisch und Zwiebel rein und noch Gemüse, wer mag. Aber nicht Tomate und so einen Scheiß, sondern wirklich nur Kraut oder so. Und so ein bisschen Salat vielleicht, aber nicht Tomatenstücken, so richtig dicke, die man nicht, also, oder irgendwie Zitrone und Kardamom drüber. Nein! Ah, sorry, aber da, also ich muss sagen, in Berlin konnte man früher in jeden Dönerladen gehen und der Döner hat geschmeckt. Heutzutage, egal wo man hingeht, da kriegst du einen Kebab, würde ich es nennen, nicht? Um das vom Döner abzugrenzen. Ich weiß, andere sehen das sicher anders, aber ich, für meine Historie, sehe das halt so. Tomate macht den Döner latschig. Ja, der tropft unten total durch und raus. Was soll das, nicht? Weniger ist manchmal mehr. Und einen großen Döner für 7 Euro. Ja, gut. Also hier kriegst du auch für 10 Euro deinen großen Döner. Und der ist auch halbwegs essbar. Aber, ja... Nicht? Ist halt auch so ein Ding, was runtergeschabt wird mit so einer automatischen Maschine. Ah. Dafür so viel Geld, nicht wahr? Weiß ich nicht. Aber echtes Fladenbrot ist wichtig, ja. Dabei ist es doch sogar einfacher, den Döner so zu machen, wie er original ist. Ich finde das viel umständlicher, wie die alle den Döner machen und deswegen müssen sie auch mehr Geld nehmen, weil sie gar nicht so effizient sein können. Ich war früher immer in so einem Dönerladen und manchmal habe ich einfach ein Soßenbrot genommen. Einfach nur das leckere Brot mit Soße. Oh, das war schon gut. Ich glaube, deswegen ist mein Lieblingsessen auch Richtung Brot, nicht wahr? Wann kommt der Blutmond? 4 Tage noch, also 4 Stunden. Das heißt, morgen in der nächsten Aufnahmesession. Kaffee könnten wir mal machen. Da haben wir nicht so viele. Und wir wollen ja jetzt auch abbauen. Kleber könnten wir einkochen. Wir haben doch sicher noch Fleisch, bevor es verdirbt. Wir haben hier doch noch irgendwas gehabt. So ein Steak mit Kartoffeln. Webrig, Kartoffeln. Für alles braucht man Wildfett. Tierfett. Maismehl. Kürbis. Gemüseeintopf. Kartoffel, Mais, Pilze, Wasser. Ich wüsste gern, was die machen, bevor ich die koche. Bleiben wir bei Speck mit Eiern. Bevor es schlecht wird. So, Pfeile.
Wollen wir auch machen. Oh, wir haben nochmal legendäre Teile gefunden. Wenn die den Döner illegal herstellen, ist der Aufwand für sie zwar größer, aber sie machen aus wenig viel Geld. Ja, okay, das ist es halt nicht. Da habe ich auf Threads auch gerade so eine Diskussion gehabt. Wenn du in den Supermarkt zum Beispiel auch gehst heutzutage, es ist so ein bisschen, nicht die Mitarbeiter, nichts gegen die Mitarbeiter, die können nichts dafür, aber man muss einfach im Gang ausräumen, sodass du nicht durchkommst. Und das auf Kosten der Kunden und der Mitarbeiter. Die sind genervt, man selber ist genervt. Warum kann man einen Laden nicht so designen, dass keiner genervt ist davon, nicht wahr? Das geht halt einfach nicht. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass heutzutage alles immer auf Gewinn optimiert ist und nicht mehr auf Service ausgerichtet ist. Aber eigentlich ist Service doch viel, viel wichtiger, nicht? Also, klar, bringt ja nicht so viel Gewinn, aber viel Nachhaltigkeit. Finde ich sehr schade, dass das nicht so im Fokus ist, sondern auch bei diesen ganzen Streaming-Diensten geht es ja auch zum Beispiel auf Neukundenakquise nur. Ich weiß noch genau, früher, wenn du Bestandskunde warst, da sind dir die in den Popo gekrochen, dass du dabei bleibst. Und das war alles gut, nicht? Aber dann, irgendwann ist das total gekippt und ja, sie sind hier Bestandskunde. Ja, dann zahlen sie jetzt 30 Euro mehr. Nein. Ich dachte, ich kriege ein Angebot, wenn ich bleibe. Nö, nö. Sie zahlen jetzt mehr als ein Neukunde. Dann kündige ich. Ja, dann machen sie das doch. Weg. Der hat gekündigt. Und das hast du überall. Überall wird alles runtergebrochen, kleiner, zerstückelt. Ah, ist ein bisschen schade. Aber man muss sich dran gewöhnen, nicht? Es wird keinen Weg zurückgeben, es wird sich nicht ändern. Achtung, falsche Pfeile. Eisenmunition. Ich mach die hier mal auf die Favoriten mit. Oh, wir könnten noch mehr herstellen, wenn wir mehr Dings gehabt hätten. Okay. Oh, wir haben sicher noch Wasser oben. Wo findest du die legendären Teile? Durch Zufall. Kommissar Zufall tut sein Übriges, dass ich die finde. Sind meistens in Kleidersäcken oder sowas. Aber ich glaube auch erst ab einer gewissen Spielstufe dann. So. Zweimal Essen mitnehmen ist gut. Und zweimal Wasser mitnehmen für morgen. Und wir machen hier keine Quest mehr für den Händler. Deswegen würde ich sagen, können wir die... Nee, die Schaufel kann zurück erstmal. Die brauchen wir nicht. Und Pfeile 70... Wo sind meine... Wo sind meine Eisenpfeile hin? Ich hatte doch 200 Eisenpfeile. Sehe ich die nur nicht? Die sind doch so auffällig. Hier sind sie nicht drin. Oh, habe ich die aus Versehen rausgezogen, anstatt da rein? Das hasse ich auch. Oh no. Oh nee, ich habe die, glaube ich, zerstört. Kann das sein? Oh, Kacke. Oh, Mann. Das hasse ich. Wenn du die hier genau dazwischen ziehst, die Sachen, in der falschen Sekunde oder so loslässt, dann fallen die manchmal hindurch. Du bist Level 70 und der ist 4 Stück und ich sammle mehr. Ja, das wird sein. Ich sammle halt wirklich viel. Oh Mann, ich habe die doch irgendwo hingelegt. Ins Essen oder so. Hat jemand gesehen, wo ich die hingelegt habe?
Noch 9 Minuten kann er kriegen. Vom Rest machen wir mal Holzstachelfallen nochmal. Und dann müssen wir... Oh Mann, das ist doch echt ärgerlich. Hab ich die in die Dings gelegt? Nee. Oh Mann. Ins Bücherregal? Nee, auch nicht. Da bin ich blind. Weil ich sehe nur die hier. Ich hatte einen ganzen Stack damit. Rest in Peace. Naja, gut. Wenn hätte ich sie noch in der Kiste hier vermutet. Tja. Klebeband finde ich zum Beispiel nicht. Lehmboden haben wir relativ viel jetzt. Das ist eigentlich gut. Das reicht auch fast. Wir können auch mal Bronze bei der anderen einschmelzen. Wir haben ja 2. Dass wir hier sagen Bronze. Weiß zwar nicht, was wir damit herstellen können dann, aber... Ärgerlich. Du glaubst auch, die sind weg. Ich habe die... Ich weiß genau, was passiert ist. Die sind hier rausgedroppt als kleiner Sack und ich habe das nicht gesehen auf Braun in der Nacht. Und dann sind die jetzt despawned. Oh Mann. Oh Mann, 150 Eisenpfeile. Das tut wirklich weh. Tja. Ich bin der König der Welt. Ah, das Haus ist schon richtig gut, nicht? Also für die erste Nacht kann ich euch das nur empfehlen. Der Zaun hier steht halt komplett mit Stacheldraht drumherum. Und eine, so eine halbe Reihe Spikes an den Eingängen und so ist überall schon da. Also selbst wenn man die ersten Tage nichts macht, ist man hier wirklich gut geschützt. Ich wollte hier noch einen Turm eventuell auf der Seite ransetzen, nicht? Auf dem Vordach. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Mann, mal. Ah. Krieg ich das? Hin? Ah. Also Treppenlaufen ist nicht mein Steckenpferd in dem Spiel. Jetzt sind wir, glaube ich, zu dicht dran. Ja, da ist so ein Punkt. Da. Oder das Dach wegnehmen. Aber ich finde eigentlich auf Dach besser. Ich glaube, ich muss den aber einen nach links machen. Oder auf diese Höhe hier. Oh, oh. So, weil dann kann ich hier nämlich durch. Und dann bauen wir uns hier so ein Vording noch ran. Ob das in der Aufnahme ist? Oh, das weiß ich nicht. Das kann schon 1,5 Folgen her sein. Treppe seitlich dran. Dann kann man gegenlaufen. Ja gut, das geht auch, ja. Ich finde halt blöd, dass nicht, dass man in dem Spiel so ziehen kann wie in anderen Spielen. Zum Beispiel Empyrean, nicht? Oder Satisfactory oder Foundry, wo man einfach dann so sagen kann, ich setze hier an und dann möchte ich bis da unten eine Leiter ziehen und dann macht er das. Das würde viel vereinfachen. Achso,
So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das richtig so gedreht bekommen. Nee, das ist falsch. Nee, das ist falsch. Nein, das ist falsch. Das ist richtig. Vielleicht hätte ich den Turm auch vorher, festbauen sollen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, nicht? Dass das nicht nur Holz ist. Können wir ja noch ändern. Leiter. So, und jetzt wie seitlich ran? Damit er das snappt. Ah, geht auf jeden Fall ein bisschen. Oh. Zum Glück aufs Vordach gefallen. Uff. Aber egal. Passt ja. Hier wollte ich ja eh hin. So. Oh, shit. Den eigenen Ast unterm Hinter weggesäbelt. Oder wie sagt man dazu? Ich finde halt, man hat kaum die Kontrolle, an welchem Block man gerade hängt. In dem Spiel. Das stört mich so ein bisschen. Oh, und jetzt fehlt hier, glaube ich, die... Hier kann ich keinen Block hinsetzen, nicht? Weil der da im Weg ist. Ah, müssen wir nochmal wegmachen. Ich finde das Snapping-System hier aber auch nicht so gut. Oh. Das kann ich doch einfach wegnehmen. Also da gibt es auf jeden Fall modernere Spiele, aber da merkt man halt, dass das Spiel recht alt ist, nicht? Die das deutlich besser lösen. Auch die Drehmodi und so. Kann man nicht irgendwie Z drücken beim Drehen oder so und der dreht es nur in der Z-Achse? Ja, geht wirklich. Warte mal. Okay, nee, R geht nicht, aber ich habe hier noch Sachen, die wir freischalten können mit W, nicht? Es gibt auf jeden Fall nochmal Erfahrungspunkte. Okay, also mit Y geht's nicht. Geht's mit X? Die kann ich so drehen? Nee, okay. Der ändert dann einfach nur den Drehmodi, kann das sein? Oh. Na gut. Wie wollen wir das hier bauen? So hochkant, nicht? So. Nee, da außen brauchen wir die anderen. Verdammt, ich hab die eine Seite vergessen. So. So. Aller Anfang ist schwer. Warte mal, das können wir doch normal drehen. So. Da sind wir doch schon mal richtig gut dichter dran. Und nicht so weit weg wie vorher. Ja, das war das Richtige. Und hier müssen wir aber rauf. Und das von oben ransetzen. Finde ich gut. Hier noch so eine, ist zwar nicht viel, nicht, sind nur zwei Blöcke, aber ich kann weiter rausgucken und die Ecke vielleicht ein bisschen besser verteidigen. Hier hätte man auch da vielleicht so einen Ausguck rausmachen können. Hm. Ja, ich denke, für die ersten Nächte reicht das halt locker. So. Ich würde sagen, das war auch schon wieder eine überlange Folge. Ich mache noch die letzten Schläge zurück und dann ist schon der nächste Tag. Und ich würde sagen, dann
Ja, müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt so viel sammeln. Ich denke mal nicht. Ich würde sagen, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, beisammen und sehen uns gleich wieder. Tschüss.